Ja, was heißt denn das? Aber ich habe doch eben hier viel mehr gehabt. Ich bin verwirrt. Was soll ich denn machen? Soll ich hier noch mehr arbeiten oder was? Sie holen Sie einen Ruf von lokal bekannten Segmentbau, verkaufen Sie insgesamt 30 Artikel. Naja, okay. Immerhin bekommt man hier dann sozusagen da das Geld für. Also ich muss erst hier sozusagen ein bisschen arbeiten, bevor ich mein eigenes Unternehmen gründen kann. Was ist hier mein Vertrag? Von 3.900? Was ist der für Laden? Na, dann gehen wir erstmal hier hin. Oh Mann, ich will meinen eigenen Laden gründen. Und der Laden hat nicht mal was. Was ist das für ein Müll? Wie drehe ich das nochmal? Achso, ja, mit Mausrad. Warum hat der denn hier nichts? Was ist denn falsch mit dem? Die wollen doch auch, dass ich hier Sachen habe. Ja. Naja, okay, gut. Ja. Also, die wollen doch, dass ich denen helfe. Computer habe ich letztes Mal noch gebraucht, ne? Oh. Dann habe ich gehört, wäre eine Kasse nicht schlecht. Da ich alleine bin, gibt es auch erstmal nur eine. Was ist das? Warum braucht diese kleine Kasse so viel Platz? Platzieren wir mal hier. Oh, ich habe auch noch. Oh. So ist gleich. So ist gleich besser. Was verkaufe ich denn überhaupt? Elektronik, Handys, Telefone. Nehmen wir ruhig einen Tisch, oder? Da wir ja Handys und Tablets machen, nehmen wir einen Tisch so und dann kaufen wir noch einen Tisch und stellen den dahin. Dann haben wir ein Lager, wir haben unsere Auslagen. Und was haben wir denn hier? Ist für Bauern halt doof, der Artikel. Was haben wir denn hier noch alles, ey? Was soll ich irgendwas mit Bauern machen? Woran kann ich denn sehen, jetzt sozusagen, ey? Oh, das wollte ich nicht. Gut, ich mache halt meins. Ich mach mal ein Schaufenster irgendwie. Kann ich irgendwo meinen Vertrag angucken, damit ich sehe, was ich machen muss? Nee, glaube ich nicht, ne? Das ist natürlich auch doof. Zu den Artikeln. Was für Telefone? Cool.
Ich glaube, das geht im Büro besser, wenn man dann weiß, was man hat. Ich beende jetzt den Tag einfach mal. So, ja, Tag beenden. Ja, ich werde ins Büro gehen. Warum habe ich eigentlich so komische Klamotten an? Ja, schön, dass da Mitarbeiter sind. Ich muss erstmal so ein bisschen was bestellen. Ja, wir brauchen erstmal Telefone. Welche sind denn nicht so teuer, vielleicht? Das ist ja eher so das, was man kennt. Ja, komm, wir nehmen einfach wieder das hier oben links. Würde ich sagen. Ich gehe zu dieser Statistik hier, verwirrt mich zwar noch so ein bisschen, aber. Tablets, was haben wir da? Ja, komm, wir bestellen jetzt einfach mal die hier. Oh. Machen wir mal 7. Aber wir wollen ja auch noch Tablets auch noch haben, ne? So. Dann machen wir 5 und 5 erstmal. 6 und 6. Ja, Mitarbeiter brauchen wir nicht, dafür ist der Laden zu klein. Ja, Tag beginnen. Ach, wie gut, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade mache. Aber es ist ja auch nicht mein Laden, das heißt, den kann ich ruhig vor die Wand fahren. Kann ich irgendwo meinen Vertrag angucken? Ja, aber wo kommen denn meine Waren hier? Danke. Das ist unser Handytisch. Ja, ich habe wieder die Zeit nicht langsam gestellt, ne? Ja, was möchten Sie denn? Gerne. Darf ich bitte jetzt hier eben mich um die Tablets noch kümmern? Oder ist das zu viel verlangt? Ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, was möchtest du denn? Gerne. So, jetzt mache ich die Kasse auf. Wäre vielleicht schlau gewesen, das vorher zu machen, ne? Ich glaube, wir machen gleich noch eine zweite Art von Elektronik-Sachen hier, dass wir zwei verschiedene Handys und zwei verschiedene Tablets verkaufen. Weil wir haben ja auch zwei Seiten, da müssen wir nur die Artikel dann anpassen. Vielleicht können wir dann noch irgendwie
so eins oder so ein teures oder so noch ein teureres Modell noch mit reinnehmen. Dann haben wir einmal billig, einmal teuer. Ich weiß es doch auch nicht. Guck mal hier, da ist so ein schönes Mobilgerät. Schnapp's dir. Oh, und ein Tablet auch noch. Jo, das ist ja. Ne, nicht noch ein Tablet auch noch, aber sie haben sich das angeguckt, ne? Ich komme, ich komme. Sie wollen. Nicht reden, okay. Ich war zu langsam. Wollen Sie reden? Ja, hallo. Vielleicht freut sie sich ja. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken, ne? Ja, sie wollen auch reden, ne? Na ja, komm. Ich habe nicht auf die Geduld geachtet. Da möchte jemand was kaufen. Was kaufen Sie? Warum kaufen Sie denn das Handy aus der Mitte? Warum denn nicht vom Rand? Also ich merke schon, Elektronik ist ein bisschen gechillter, weil der Laden halt deutlich leerer ist. Von Kleidung verkauft man halt mehr, ist aber billiger. Also sollte ich vielleicht bei meinem Unternehmen überlegen, ob ich was für eins wir gründen. Ne? Machen wir, gehen wir auf Elektronik erst? Oder gehen wir erst auf... Kleidung oder ich weiß nicht, gehen wir davon aus, es gibt bestimmt auch noch Nahrungsmittel oder so. Komm rein jetzt hier. Ich habe zu danken. Guck mal, hier möchte noch jemand. Hier kann man viel mit Kunden reden, weil die gehen oft raus auch. Was ist denn los hier? Ja, ich komme. Sie wollen was kaufen. Ja, sagen Sie doch Bescheid. Ich bin noch da. Hallo. Dankeschön. Ich gebe zu, Kleidung finde ich jetzt persönlich irgendwie interessanter. Aber. Ja, wir haben geschlossen, ne? Habe ich hier noch Sachen? Nee. Gut. Ja, Tag beenden. Kann ich den Laden... Was ist ja später dann Konkurrenz? Kann ich den Laden bankrott machen? Das jetzt hier? Achso, ne, ich wollte mir die Tasse nochmal angucken. Ich brauche was Billiges und irgendwas, was. Ja, schon klar. E-Mails. Touristen in der Stadt. Okay.
Klimakonferenz, okay. Ja, nachbestellen würde ich sagen, da können wir ruhig einfach mal machen, ne? Möchte ich noch ein zweites ins Angebot mit reinnehmen? Das hier würde ich gerne noch kaufen. Hier, das hier bestellen noch. Das bestelle ich auch noch fünfmal. Und dann nehme ich auch noch ein billiges Tablet mit rein. Das nehme ich auch noch fünfmal. Dann bin ich zwar erstmal wieder ein bisschen Geld los. Wie nicht genug Geld. Besteht davon halt nur vier. Drei. Gut, wir haben noch 11 Dollar. Aber es ist ja auch Konkurrenz, ne? Da kann man ja auch. Ich bekomme mein Geld ja sowieso. Das hat ja mit dem Geld, was das Unternehmen hat, nichts zu tun. Das ist ja schließlich nicht meins. Natürlich kann ich schon mal das hier nehmen. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Nein! Oh Gott. Mein Chef bringt mich um. Das soll noch dahin. Dann haben wir nämlich zwei verschiedene Handys. Und hier haben wir Tablets. Da haben wir zwar nur drei Stück von. Aber das hätte ich gern da. So, jetzt machen wir die Kasse auf. Dann wäre schön, wenn ihr was kaufen würdet, Leute. Klar brauchen sie das, ganz dringend. Ja klar. Hallo. Ich möchte mit die. Ich hasse doppelte Geschwindigkeit so sehr, ne? Warum mache ich die dann überhaupt an, ne? Das ist also die andere Frage. Oh, dann halt nicht, ne? Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Was soll ich machen? Doppelte Geschwindigkeit. Geht ja gerade eh keiner rein, ne? Es tut mir leid, ich muss hier. Oh. Ich hasse es, ich habe schon wieder doppelte Geschwindigkeit, ne? Boah, ist das schlimm. Also doppelte Geschwindigkeit ist relativ schnell tödlich. Wenn man dann in diesen Gesprächen ist. Ja, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da. Erstmal steigern wir das Need.
Dann steigern wir. Ja, ich bin hier gerade bei wem anders hier. Ja, entspannen Sie sich, ich bin hier, ich kann mich nicht 80 teilen. Vielleicht nehme ich doch einen Mitarbeiter. Leute, 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 ich kann mich nicht 8 teilen. Was ist mit dem hier? Da steht da sowieso falsch rum. Geht so doch, bleib so, wo der Pfeffer wächst. Ja, ich bin hier, ich bin an der Kasse. Jetzt, wo ich wieder Zeit habe, braucht natürlich keiner meine Beratung, ne? Ja, gerne. Ja, gerne doch. Die gehen aber weg hier, die billigen Dinger hier. Kann ich dieses Ding mal umplatzieren, bitte? Ich werde diesen einen PC nicht los. Könnte ich nicht den einen auf der Ecke kaufen? Der regt mich auf wie nichts anderes. Ist der Laden schon wieder zu? Ich weiß die Öffnungszeiten nicht. 17 Uhr? Muss ich mir gleich mal angucken. Guck mal, wir haben von 11 auf 700 bis 17 Uhr. Ja, okay, gut. So. Eine E-Mail. Ja, mir egal, was unser Lieferant sagt. So, wollen wir nachkaufen? Egal, was ihr gemacht habt hier, komm. Mal gucken, was kannst du denn? Artikelhandhabung. Ja, das brauche ich eigentlich nicht, weil das kriege ich auch selber hin. Ja, abbrechen, dich nehme ich nicht. Was kannst du denn so Schönes? Kasse. Ich brauche eigentlich jemanden, der verkaufen kann, ne? Es ist halt nicht mein Unternehmen. Es kann mich also eigentlich mehr. Verkäufe, das ist okay. Da sagen wir doch mal, wir setzen das fort und ich gebe dir 2 Dollar die Stunde. 7. Hey, jetzt reicht sie aber, ja? So, 8. Eigentlich wollen wir das Geld, ne? Ne, komm. Ja, möchte ich. Tschüss. Ich möchte das Geld selber verdienen hier. Ich muss ja Erfahrung sammeln. Ich habe noch 25 Geld. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich habe ja.
machen, sozusagen hier erstmal. Jetzt möchte ich hier erstmal noch die anderen Handys platzieren. Welche sind das? Oh Gott. Ich glaube das hier, ne? Ja, wir platzieren einfach mal das Handy noch da drin. Hashtag, wenn man sein Sortiment kennt, ne? Naja, sie bringen die Sachen ins Lager, ne? Naja, ich habe aber noch, also alles gut, deshalb können sie das ruhig mal machen, das ist okay. Tablets haben wir noch. Gott. Diese hier. Schätze ich jetzt mal. Kasse ist offen, das ist gut. Hier können wir auspacken. Und dann können wir hier jeweils immer auffüllen.